und geht los. Schöne ist ja auch, dass Herr Pretzlaff die Schutzkleidung anhat und ich nicht. So viel Social Distancing kann ich zu den Bienen gar nicht einhalten. Damit alle wissen, wo die Kiste jetzt steht, unsere Schaubienenkiste, die steht im ersten Innenhof. Und damit ihr das sozusagen, wenn ihr denn endlich wieder in der Schule sein könnt, euch anschauen könnt, was schon passiert ist, wie stark und wie kräftig sie schon ihre Sachen ausgebaut haben, hier sozusagen jetzt heute ein Istbild vom 24.04. Hier vielleicht schon mal die erste Analyse. Ihr könnt hier im Inneren, hoffe ich zumindest, so kleine Würmchen erkennen, kleine runde Maden. Das sind sozusagen junge Bienenbabys, die sich hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln werden. Wir werden weiter dranbleiben und berichten.